Uhren made in Germany. Das ist nicht nur Faszination für Technik, außergewöhnliches Design, innovative Konstruktionen, sondern vor allem viel, sehr viel Leidenschaft. So wie in Kalbe-Milde. Dass der versteckte Ort einmal zur Pilgerstätte von Uhrenliebhabern wird, hätte wohl niemand gedacht. Wären da nicht Vater und Sohn Dornblüt, die in der Altmark in Sachsen-Anhalt mit filigraner Handarbeit von sich reden machten. Man muss nicht in Metropolen arbeiten, um zum Hotspot zu werden. Und diese Werkstatt ist für Kenner feinster Uhrmacherkunst ein Meilenstein. Dabei war die Laufbahn von Dirk Dornblüt alles andere als geplant. Vielmehr ist die Entscheidung, Uhren zu bauen, aus einer Laune heraus entstanden. Das ist eine Schnapsidee. Tatsächlich hat mein Vater zum 60. Geburtstag eine Uhr geschenkt. Und dann, war schon etwas später, sagte er, ich habe Ende der 50er Jahre schon mal so ein paar Pläne gehabt, ein paar Skizzen. Ist dann aber nicht weiterverfolgt worden. Und dann haben wir am 60. Geburtstag von ihm, war schon ein bisschen später, nach ein, zwei oder mehr Bier, ich kann mich nicht genau erinnern, haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal, wir bauen jetzt Uhren. Eine mutige Entscheidung, deren Inspiration in alten mechanischen Uhren steckt. Es galt, den Zeitgeist von damals modern zu interpretieren. Das ist auch ein Teil unserer Inspiration. Das ist jetzt zum Beispiel von der Gorch Fock 1. Davon ist das die Schiffsuhr, allerdings die zweite, Baujahr 46 oder 47. Man sieht hier praktisch das Zifferblatt, wie es graviert ist, diese Birnenzeiger, diese Auf- und Abanzeige, ähnlich einer Tankuhr beim Auto, die große Sekunde, super abzulesen. Und das wollten wir halt auch in unsere Armbanduhren transportieren. Gute Ablesbarkeit, kein Schnickschnack und einfach ein schlichtes, zurückhaltendes Design, trotzdem klassisch. Und deren Fertigung soll nach alter Tradition ausschließlich von Hand erfolgen. Man kauft nicht nur das Endprodukt, sondern dessen Entstehung und das Know-how. So wie bei der Bearbeitung des Ziffernblattes. Das ist im Prinzip ein Keramikpulver in verschiedensten Farben. Und dieses Keramikpulver ist in einem lichthärtenden Kunststoff, kennt vielleicht der ein oder andere, der beim Zahnarzt war, diese Füllung mit der ultravioletten Lampe, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und das wird in 3, 4, 5 Schichten aufgetragen auf einen Messingblock. Das Messing wird speziell behandelt, damit auch ein Haftgrund da ist. Dann wird es nachher plan geschliffen, dann wird es graviert. Klar, dass auch die Schriften und Ziffern händisch mit einem speziellen Verfahren eingebracht werden. Viele Techniken wurden optimiert. Diese Uhren ticken nicht nur, sie leben und zeigen sich überraschend vielfältig. Der Vorteil von dieser Keramikmasse ist ganz einfach, erstmal ist es sehr, sehr oberflächenstabil, auch über Jahrzehnte. Und der wirklich große Vorteil ist, dass wir verschiedenste Farben für den Kunden anbieten können. Wir hatten mal einen Kunden, der hat einen Ford Mustang seinem Freund geschenkt in den USA in einem ganz speziellen Orange. Und der wollte dann ihm dazu zu dem Ford Mustang genau das gleiche Orange haben für diesen Ford Mustang oder in der Farbe des Ford Mustang. Doch man braucht auch ein Team, das diese individuellen Wünsche umsetzen kann. Dirk Dornblüt ist es gelungen, engagierte, aber vor allem auch kreative Menschen zu gewinnen, die Teil dieser Erfolgsstory sind. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, Uhren zu arrangieren, sondern alte Techniken zu bewahren. Viele Bauteile werden oft industriell gefertigt. Bei Dornblüt kommt noch die Fingerspitze, die ruhige Hand und die Beständigkeit zum Einsatz. Hier erhält die Uhr nicht nur Mechanik, sondern auch Seele. Also das haben wir ja schön poliert und dann bläuen wir jetzt die Zeiger. Die habe ich jetzt schon gereinigt. Das Bläuen von Uhrzeigern ist heute ein wichtiger ästhetischer Aspekt im Gesamtbild. Und auch ein wichtiges Kriterium beim Kauf einer Uhr. Der ist erst golden, dann wird er braun, dann wird er lila und dann haben wir unsere Kronenfarbe. Und jetzt ist er fertig. Dirk Dornblüt pflegt nicht nur das traditionelle Handwerk, sondern sucht auch die Materialien sehr bewusst aus. Uhren von dieser Güte sollen ein Leben lang oder oft über Generationen hinweg den richtigen Zeitpunkt transportieren. Und dies garantieren nur Wertstoffe mit höchster Qualität, wie zum Beispiel die Platinen. Ich habe jetzt hier die Dreiviertelplatinen bekommen. Die sind schon vorvergoldet und die Gravur ist jetzt ausgelegt mit einem Schutzlack. Und als nächstes wird die jetzt abgeschliffen
und dann bekommt die das Finish. Jede Uhr durchläuft eine Geschichte in vielen Kapiteln, die am Ende am Handgelenk erzählt wird. Hier arbeiten keine Roboter oder Maschinen. Hier spürt man den Spirit für die Uhrmacherei. Nicht nur das Ziffernblatt wird kunstvoll arrangiert, auch der Blick in das Uhrenwerk gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird als Bühne interpretiert. Eine zusätzliche Herausforderung für das Team, denn auch der Boden soll zum Markenzeichen und zum unverwechselbaren Accessoire werden. So, man sieht also jetzt am Streifenschliff, der ganz berühmt ist, vor allem kennt man ihn ja auch als Genfer Streifenschliff. Und jetzt wird noch vergoldet. So, zack, und da haben wir unsere roségoldene Platine. Dennoch sind es noch viele Arbeitsstunden bis zur Vollendung. Und die Uhr wird noch durch viele Hände gehen. Auch durch die von Dirk Dornblüt. Denn der Chef lässt es sich nicht nehmen, täglich an seinem Uhrmachertisch zu sitzen und selbst Hand anzulegen. Aber was treibt den Mann bis heute an? Wofür brennt er? Naja, einfach die Herausforderung, was zu schaffen, was anderen Leuten Freude macht. Und mir selber natürlich auch in erster Linie. Also, dass es mir Freude macht und dann hoffe ich, dass ich welche dazu finde, Kunden dazu finde, die Begeisterung für diese Art Uhren zu machen, wie wir es machen, teilen. Und davon gibt es immer mehr. Denn im Zeitalter von Masse sehnt man sich mehr denn je nach Klasse. Und diese Kriterien erfüllt Dirk Dornblüt. Wir bleiben in den neuen Bundesländern und treffen tief im Osten im Ort Weifa auf einen sehr bemerkenswerten Mann. Stefan Kudoke. Was Quentin Tarantino für die Filmkunst ist, ist dieser Virtuose für die Uhrmacherei. Einfach nur eine Uhr zu bauen, ist Stefan Kudoke zu profan. Er will Avantgarde auf das Handgelenk projizieren, will provozieren, fordern, konfrontieren und am Ende begeistern. Seine Uhren reizen zum Dialog. Mit dieser Designsprache wird der Arm zum Catwalk. Also ich habe in meiner Jugend viel gezeichnet und komme eigentlich aus dem Airbrush-Graffiti-Bereich und habe mich viel mit Kunst beschäftigt, habe viel Leinwände gesprüht und gemalt und da kommt dieses Künstlerische her, auch jetzt vom Zeichnen und dann. Und dieses Thema versuche ich zu transferieren in die Uhren und dass man die Kunst dann quasi nicht auf einer Leinwand hat, sondern am Arm tragen kann. International bekannt wurde er durch seine legendären Skelettuhren. Ein revolutionäres Design, erschreckend und schön zugleich. Jede Uhr entsteht auf einem weißen Blatt Papier. Fast harmlos und schüchtern schwingt Stefan Kudoke den Stift. Und plötzlich bist du von seinem Werk gefesselt. Das ist Kunst. Bei jeder Skelettuhr, die wir machen und bei jedem Design, fange ich an, dass ich die Uhrwerksplatine auf Papier habe und mache mir dann im Prinzip einen Designentwurf, ne, und zeichne von Hand sozusagen das Motiv, wie die Uhr mal später skelettiert ausgesägt werden soll. Wo das Besondere jetzt ist, dass man vorne kein Zifferblatt mehr hat, sondern dass die ganze Uhrwerksplatine durchsichtig wird und man im Prinzip Skelettuhr wie bei einem richtigen Skelett so im Prinzip durchgucken kann. Worauf auch Hollywood und Mel Gibson aufmerksam wurden. The slum a bit with the vassals. To what do we owe the honor? I wanted to introduce you to Charlie Waldo, the detective we told you about. Have you seen what this man wears? Costs more than the house I grew up in. Godoki skeleton. They only make 35 a year. Von Hollywood geadelt. Mehr geht eigentlich nicht. Die Inspirationsquelle für viele Modelle kann ein Teil aus der Natur kommen. Wenn man jetzt unseren Paul, den Oktopus, nimmt. Stefan Kudokes Kunst ist oft laut und plakativ. Er dagegen ist besonnen und geht fast chirurgisch an sein Werk. Also wir haben jetzt hier unsere Zeichnung, unsere Skizze von den Skeletten. Da kann man im Prinzip jedes Motiv nehmen. Und die Zeichnung haben wir jetzt auf unsere Platine übertragen. Und ich fange jetzt an. Millimeter für Millimeter taucht der Oktopus aus den Tiefen des Ozeans auf. Es bedarf einer feinen, exaltierten Vorstellungskraft, auf dieser kleinen Platine eine Unterwasserwelt herauszusägen und Lebensraum für einen Oktopus zu erschaffen.
So, hier ist jetzt das Element zu sehen, was ich rausgesägt habe aus der Uhr. Das ist jetzt das erste Teil. Und wir sägen jetzt im Prinzip diese Elemente hier alle einzeln raus aus dem Werk, damit der Oktopus entsteht. Ein Mann mit den Ansprüchen von Stefan Kudoke wird mit diesen immer wieder konfrontiert. War ich wirklich so an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ich irgendwie die Skelettuhren, ja, das Thema ist ausgereizt, ich brauche irgendwie was Neues, ich will nochmal mich entwickeln persönlich auch, was anderes machen. Und so kam das Thema der Handwerkslinie ins Spiel, dass ich bewusst dann eine zweite Modelllinie aufgebaut habe, die Handwerkslinie, wie wir sie nennen, wo es eher um klassische, schlichte Schönheit geht. Eine neue Form der Haute Couture. Hollywood hat er schon begeistert. Fehlt nur noch der Oscar in der Uhrenwelt. Petit Agui Prize goes to Kudoke. In der Kategorie Petit Agui hat Stefan Kudoke als erster unabhängiger Uhrenmacher aus Deutschland den Grand Prix d'Horlogerie de Genève gewonnen. Dieser Preis gilt als Oscar der Uhrenmacherbranche und ist somit die weltweit höchste Auszeichnung. Also erstmal war das für uns eine Riesenüberraschung und natürlich auch eine Riesenfreude, dass wir als kleiner Familienbetrieb überhaupt diesen Preis nach Deutschland geholt haben und gewonnen haben, weil eigentlich gewinnen da meistens die Konzerne mit ihren großen Abteilungen. Und natürlich ist es dann, wenn man das erreicht hat oder geschafft hat, schwierig, ne, zu motivieren. Was ist dann die Herausforderung? Ja, vielleicht ein zweiter. Irgendwann mal. Aber eigentlich ist der Anspruch eher, dass wir sagen, für uns persönlich, uns geht es gar nicht so um Preise. Das ist gut honoriert für die Arbeit, aber uns geht es eher ums Produkt und die Qualität der Uhren und dass wir unsere Kunden begeistern. Beruflich greift er nach den Sternen. Privat bleibt er geerdet. Diese Kombi ist sein Erfolgsrezept. So, das ist im Prinzip dann fertig bearbeitet und der nächste Schritt wäre, dass wir das Teil dann jetzt vergolden und rodinieren und anschließend fertig in die Uhrwerk montieren. Wie bei jedem Künstler ist es wichtig, sich von der Masse abzuheben, erkannt und am Ende auch gekauft zu werden. Je experimenteller das Werk, desto größer das Risiko. Er hat alles richtig gemacht und mit dieser Idee die Fachjury für sich gewonnen. Dabei gilt es nicht nur in der Gestaltung zu überzeugen, sondern auch im Handwerk und der Auswahl der Materialien. Es gilt, eine Oper zu komponieren und in einer Uhr aufzuführen. Wer den Uhren-Oscar in Händen trägt, hat eine sehr komplexe Reise hinter sich. Der Unterschied von der Uhr, warum die wahrscheinlich gewonnen hat, ist, dass wir im Verhältnis zu den anderen Wettbewerbern noch extrem viel Handarbeit in dem ganzen Finish-Bereich und Teilefertigung, also Teileveredelung sozusagen im Uhrwerk mit reinpacken und viel Liebe zum Detail in der Uhr haben, die dann sozusagen wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt waren, dass wir den Preis gewinnen durften. Stefan Kudoke baut nicht nur Uhren. Seine Visionen sind eine Bereicherung für unser Leben. Unser Weg führt uns in das Epizentrum deutscher Uhrmacherei, nach Glashütte im Erzgebirge. Mit finanzieller Unterstützung des Königs haben sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Uhrmacher angesiedelt. So auch Johannes Dürstein, der 1893 die Uhrenmanufaktur Union Glashütte gründete. Dürstein war kein Uhrmacher, sondern Uhrenhändler. Und durch seine Arbeit erkannte er schnell den Geschmack, aber auch die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. Ihm war wichtig, hochwertige und luxuriöse Uhren zu bauen, aber für einen bezahlbaren Preis zu verkaufen. An dieser Prämisse hat sich bis heute nichts geändert und wird auch durch Designer wie Tobias Hamann verkörpert. Auch bei der Konstruktion neuer Uhren hat man die Visionen und Werke der Gründer vor Augen. Die Challenge bei uns in der Produktentwicklung ist im Prinzip, unserer Philosophie treu zu bleiben. Das heißt, Johannes Dürstein, der die Marke gegründet hat, sagte, er möchte Uhren, die qualitativ hochwertig sind, die schön sind und präzise sind, aber nicht unbedingt teuer sind. Und das ist quasi die tägliche Herausforderung bei uns in der Produktentwicklung. Dabei lehnt man sich gerne an die alten Klassiker an. Zeitloses, aber gleichzeitig unverwechselbares Design soll neu interpretiert werden.
Hier haben wir jetzt quasi nochmal den Vergleich, also wirklich die alte historische Taschenuhr, welche uns als Vorbild galt, mit der Mondphase, mit dem Datum, mit den Zeigern und dieser wirklich tollen Gestaltung. Und das ist hier schon jetzt fast das fertige Produkt. Wir haben wieder die arabischen Zahlen drauf, wie bei unserer Taschenuhr. Wir haben die stahlgebläuten Zeiger, wir haben die sogenannte Schienenminuterie und eine schöne goldblaue Mondscheibe, die sich eben wirklich auch an die Historie der Taschenuhr erinnert. Aber man kann nicht nur klassisch, sondern auch modern und vor allem sportlich. Die Marke ist eng mit dem Classic-Rennsport verbunden und findet sich in den automobilen Ikonen und Markenlegenden gerne wieder. So wie beim Porsche 911 und seinen kultträchtigen Fuchsfellen. Dieser Mythos wird aufgegriffen und auf ein Ziffernblatt übertragen. Eine Inspiration für mich als Designer sind natürlich auch immer wieder Themen im Oldtimer-Sport, weil die Union seit vielen, vielen Jahren da Partner ist von diversen Rallyes. Dieses sehr plakatives Design, quasi was eine Fuchsfelge wieder aufgreift, also mit dieser, ich sag mal, Propelleroptik, Datum auch hier in Schwarz eben schön reingestaltet und eben wunderbarer Begleiter für jede Oldtimer-Ausfahrt. Was sich die Designer und Entwickler in den Sinn setzen, muss am Ende an der Werkbank von den Uhrmachern auch umgesetzt werden. Absolute Spezialisten. Auch hier gibt es in Glashütte neben den hohen Qualitätsansprüchen auch ganz bestimmte Auflagen und Kriterien. Der Begriff Uhren aus Glashütte ist geschützt und darf nur getragen werden, wenn bestimmte Richtlinien und Merkmale beim Bau erfüllt sind. Das beginnt bereits hier in der Teileproduktion für die einzelnen Uhrenkomponenten. Das ist jetzt die Rotorplatte, welche den Streifenschliff bekommen hat. Und es ist eben ein Bauteil, was wir hier selber herstellen, um eben die Glashütte-Regel zu befolgen. Die sagt, 51% der Wertschöpfung am Uhrwerk muss hier in Glashütte entstehen und eben die maßgeblichen Fertigungsschritte. Die Uhrmacherei geht im wahrsten Sinne mit der Zeit. Auch beim Thema Handy. In unserer modernen Welt nehmen Magnetfelder immer weiter zu, egal ob es das Handy ist, die Magnetschlüsselkarte, elektronische Geräte überall im Alltag. Und das ist natürlich für eine mechanische Uhr Gift, denn Magnetfelder innerhalb von diesen kleinen Stahlteilen verändern natürlich maßgeblich den Gang. Entsprechend haben wir sämtliche Uhrwerke bei uns oder fast alle Uhrwerke bei uns auf die Siliziumspirale umgestattet. Und meine Kollegin setzt gerade ganz kleine Goldplakettchen auf den Unruhkloben ein, wo nochmal draufsteht, ein kleines SI, chemisch für Silizium, mit einer Spirale drumherum. Und so, dass der Kunde quasi auf dem Unruhkloben sehen kann, habe ich eine Siliziumspirale oder habe ich sie eben nicht. Und damit ein kleines Bauteil in einem sehr komplexen Räderwerk. Die Bauteile werden größtenteils hier mit absoluter Präzision hergestellt. In einem einfachen Uhrwerk spricht man von 120 Einzelteilen, bei komplexeren Uhrwerken bis zu 300 Einzelteile. Und wie gesagt, für die Glashütte-Regel müssen wir selber unsere Teile produzieren. Und das sind eben dann zum Beispiel die Glashütter-Dreiviertelplatine, die Rotore für unsere Automatikwerke, die Automatikbrücken und die Unruhkloben. All das wird quasi aus dem Rohmaterial, meistens Messing oder eben Wolfram, hier im T0 hergestellt. Auch bestimmte Arbeitsschritte, wie das Setzen der Zeiger oder das Einrahmen, müssen in Glashütte durchgeführt werden. Jetzt haben wir hier die beiden Komponenten, den Unruhkloben mit dem Siliziumplakettchen, mit der feinen Perlage und die Unruh mit der Siliziumspirale selbst. Und die werden jetzt hier von Hand montiert. Also ich setze jetzt unseren schön perlierten Unruhkloben mit der feinen Handperlage und dem Siliziumplakettchen. Und wenn der Unruhkloben und die Unruh richtig eingesetzt sind, fängt das Herz der Uhr an zu schlagen und erwecke somit das Uhrwerk zum Leben. Dies ist gewiss der wichtigste Moment in der Fertigung. Und natürlich auch hier wieder, die Zeiger müssen ganz akkurat sein, es dürfen keine Fehler passieren und sollen natürlich aber später eben auch die Zeit optimal anzeigen. Je mehr Handarbeit in eine Uhr fließt, desto höher ist ihr Wert und die Wertschätzung. Johannes Dürstein wusste, dass dies auch ein wichtiges Verkaufsargument sein wird. Denn die Zeit zeigen alle Uhren an. Die sogenannte Hochzeit, und die findet natürlich dann auch hier in unseren Räumen statt. Union Glashütte vermittelt bis heute das Gefühl, Luxus am Körper zu tragen, aber nicht allzu viel dafür bezahlt zu haben.
Eine Kombination, die gerade bei uns Deutschen nicht unwichtig ist. Damals wie heute. Wir springen einige Häuser weiter und treffen auf ein echtes Unikat. Die Nautischen Werke Mühle sind in der fünften Generation das einzige Uhrenunternehmen in Glashütte, das sich noch im Familienbesitz befindet und heute von Thilo Mühle geführt wird. R. Mühle und Sohn ist halt mein Nachname, das ist meine Familienhistorie und das macht mich doch besonders stolz, einen Teil auch weitertragen zu können. Die Messung stand schon von Beginn an im Fokus des Unternehmens. Wir sind seit 1869 hier in Glashütte in der Mechanik tätig. Und in der ersten Vitrine sehen Sie meinen Ururgroßvater, der Robert Mühle. Er hat damals angefangen mit Messinstrumenten, also für die Uhrenindustrie zu bauen. In der zweiten Vitrine sehen wir dann den Robert Mühle mit seinen Söhnen. In dieser Zeit, in den 1920er Jahren, hat man dann angefangen, Tachometer zu bauen für die Automobilindustrie. Auch für Motorräder schon gibt es einige Motorradmarken, die unseren Tachometer verwendet haben. Dazu kam eine Einbauuhr mit einem 8-Tage-Werk. Im Zweiten Weltkrieg, oder besser gesagt nach dem Zweiten Weltkrieg, sind wir enteignet worden. Und mein Opa hat wieder neu gegründet, hat typische Dinge gebaut, die man nach dem Krieg erstmal brauchte. Er hat maßgeblich dann 1994 wirklich mit nichts angefangen, hat das Thema nautische Instrumente besetzt. Und damit zur Sicherheit auf den Weltmeeren beigetragen, worin sich auch der Name der Firma begründet. Später kamen dann noch Uhrenanlagen dazu, wo wir im Prinzip Kreuzfahrtschiffe ausgerüstet haben. Das Unternehmen ist dann relativ schnell gewachsen. Ich bin seit 2000 in dem Unternehmen tätig und seit 2008 dann allein verantwortlich. Unter anderem für seine Mitarbeiter. Das Rückgrat ist gewiss Herz dieser Manufaktur. Ihre Leistung ist der Garant für den Erfolg. Ja, wir sind hier in unserer Vormontage. Hier passieren eigentlich alle Arbeiten, die unmittelbar mit dem Uhrwerk was zu tun haben. Wir fügen hier die Räder ein, die wir Sperrrad, Kronrad, was wir selber bearbeiten, die wir dann in weiteren Schritten über die produktiven Abläufe, Zifferblatt setzen, Zeiger setzen, Gehäuseeinbau dann ja, zu einer fertigen, schönen Uhr machen. Und das ist ja auch was Besonderes, dass wir so tief im Uhrwerk drin stecken, sondern hier wird noch wirklich uhrmacherische Tätigkeit durchgeführt. Diese Ruhe, 8 Stunden an einem Platz zu sitzen und sich mit der Miniatur eines Uhrwerkes auseinanderzusetzen, das ist auch eine Passion von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so eine Arbeit durchzuführen. Vor allem, wenn sie die Präzision mit nautischen Werken im Namen trägt. Thilo Mühle ist es wichtig, robuste Alltagsuhren zu bauen, die ihre Funktion in der Freizeit ebenso wie im Job erfüllen. Er will keine Modeartikel bauen, sondern verlässliche Produkte auf, über und unter Wasser. Auf dem Gipfel ebenso wie auf dem Segelboot. Und da steht Genauigkeit an erster Stelle. Besonderheit bei uns ist natürlich auch noch die Regulage, also das Einstellen der Genauigkeit der Uhr. Da gibt es so, also zwei Geschichten. Mein Vater hat mal festgelegt, zu spät kommen ist immer schlecht. Deswegen regulieren wir unsere Uhren immer ins Positive, also ins Plus. Und das auch noch von 0 bis plus 8 Sekunden, was für eine automatische Uhr ein wirklich ein genauer Wert ist. Das ist sicherlich eine sehr sportliche Aufgabe und auch herausfordernd ab und zu. Aber das ist unser Qualitätsversprechen an unsere Kunden und dem gehen wir hier nach. Vor allem bei der Endkontrolle wird hier nichts dem Zufall überlassen. Zumal Mühleuhren auch wirklich bei Ernstfällen zum Einsatz kommen. Eine Mühleuhr hat einfach auch in Extremsituationen, wie zum Beispiel schwerem Seegang mit Sturmwellen, zu funktionieren. Mittlerweile seit 22 Jahren fast unverändert unsere Kollektion ist, unser SAR-Timer. Den haben wir seinerzeit entwickelt mit der Seenotrettung in Deutschland. Wir haben uns mit diesen Leuten auseinandergesetzt, was sind eure Maßgaben, was sind eure Herausforderungen. Wenn wir rausfahren, machen wir unsere Ohren immer kaputt, wenn wir Wellengang haben. Deswegen brauchen wir eine robuste Ohr. Aus diesem Grund haben wir hier ein Saphirglas verbaut, was 4 mm dick ist. Des Weiteren, in der Nacht haben die keine Zeit groß auf die Uhr zu schauen. Deswegen ist das Design des Zifferblattes so gestaltet, dass die Dreiecke bei 3, 6 und 9 Uhr die Spitzen zur Mitte zeigen und bei 12 Uhr geht es nach oben. Keine Ecken, keine Kanten, ist eine sehr robuste. Wir verbauen auch hier unsere Spechthalsregulierung, um nochmal den besonderen Schutz auch für das Uhrwerk und die, ja, den Einsatzzweck zu machen. Und dabei sehen sie von außen auch noch schick, trendy und stylisch aus.
So modisch kann Seenotrettung sein. Aber auch nützlicher und robuster Begleiter für Sport, Freizeit und Alltag. Aber das wichtigste Merkmal und auch die Erfindung von Hans-Jörg Mühle steckt tief im Inneren der Uhr. Diese technische Errungenschaft in der Uhrentechnik wurde sogar patentiert. Man hat hier die ganz normale Stoßsicherung, sehen Sie an dem roten Stein. Und hier an dem Punkt, wo die Rücker, also wo die Feder den Rückerzeiger nochmal fixiert, ist praktisch der Vorteil, dass wenn Sie sehr aktiv sind und die Uhr im großen Schlag ausgesetzt wird, die Genauigkeit dort erhalten bleibt. Wenn man etwas Fantasie hat, sieht man hier den Nacken, den Kopf und den Schnabel. Und da hat mein Vater mal kreiert, Spechthalsregulierung. Und das ist seit mittlerweile 22 Jahren in unseren Uhren verbaut. Und das macht unsere Uhren eben auch so besonders gegenüber wieder anderen Mitbewerbern am Markt. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Wir kommen auch alle von hier, wir sind sehr heimatverbunden. Und ich will gerne in die Welt tragen, was wir hier in Klasse schaffen, mit welcher Feinteiligkeit und mit welchem Handwerk unsere Kollegen arbeiten. Und das ist meine Passion, die ich nach draußen tragen will in die Welt. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und stehe eigentlich für integrative Führung. Das heißt, es geht alles, was wir geschaffen haben und zukünftig weiterführen wollen, nur mit unseren Mitarbeitern. Und das wollen wir vorantreiben. Dafür stehe ich und habe auch, denke ich mal, dann noch dazu den Ehrgeiz und die Lust, das weiterzuführen. Die Familientradition und damit der Fortbestand hochwertiger Einsatzuhren ist damit garantiert. Dass einem im Osten der Republik offensichtlich handwerkliches Geschick in die Wiege gelegt wird, zeigt sich auch in Rula im Thüringer Wald. Zu DDR-Zeiten befand sich hier eine der weltweit größten Uhrenfabriken. Exportiert wurde rund um den Erdball. Nach der Wende stand das Areal lange brach, bis ein echtes Uhren-Urgestein wie Willy Birk sich dazu entschloss, Rula wieder Leben einzuhauchen und mit seinen Ideen und Kreationen an die Glanzzeiten wieder anzuknüpfen. Zeit spielte in seinem Leben schon immer eine ganz große Rolle. Zeit hat in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Ja, und die Zeit habe ich auch im Urlaub nie aus den Augen verloren. Und ich hatte ein paar wunderschöne Wochen in Ibiza im Urlaub in meiner Jugend. Und was habe ich da gesehen? Die schönen Damen, wie sie am Strand entlang laufen. Und jede hatte eine große Uhr an. Und das hat mich dann beflügelt, eben diese Idee umzusetzen. Aus einer Idee wurden viele. Wie die Zeppelin-Uhr in Anlehnung an das große Luftschiff. Er wollte die Welt des Zeppelins, aber auch die Atmosphäre, Technik, die Aura und den Spirit dieser Geschichte, aber auch das Blau des Ozeans in einer Uhr widerspiegeln. Einer der berühmtesten Flüge vom Zeppelin war über den Atlantik. Das heißt, wir müssen versuchen, den Atlantik hier, den Überflug in dieses Gehäuse zu bringen. Was ihm und seinem Team am Ende mit unterschiedlichen Modellvarianten gelang. Die Segmente, das wären jetzt praktisch hier eben diese gepfeilten Nickelsegmente. Dadurch, dass sie hier dieses Dach haben, eben sehr schön funkeln, wenn man die Uhr dreht. Und hinten eben noch mit diesem Abschluss. Das ist jetzt direkt übernommen aus den historischen Fotos. Und das ist die Basis für das Atlantik-Design. In einem Münchner Vorort entsteht das Design aller Marken von Willy Birk. In Rula werden sie dann an traditionsreicher Stätte gebaut. Er gibt dem Standort nicht nur seine Bestimmung und das Know-how zurück, sondern sorgt für Arbeitsplätze und den Erhalt dieser wichtigen Technologie in dieser Region. Man verzichtet maßgeblich auf Maschinen und baut Uhren mit einer Story, sei es Zeppelin oder seit neuestem auch die Glasbach-Reihe, angelehnt an das Autorennen. Hier kommen wir zum Herzstück in die Montage. Und hier wurden schon seit über 100 Jahren Uhren hergestellt. Rula war das Zentrum der Uhrenindustrie in den neuen Bundesländern. Und das soll es mit Hilfe von Willy Birk auch wieder werden. Vor allem, weil der Mann es versteht, Geschichte und Ereignisse neu zu erzählen und in ein Produkt zu transformieren.
So mit dem ersten Weltraumflug eines Deutschen mit der Sojus-Rakete. Ein Großereignis für die DDR. Damals hatte der Kosmonaut Sigmund Jähn eine Uhr für technische Untersuchungen an der Hand, die heute im Uhrenmuseum von Ruhla ausgestellt ist. Sigmund Jähn wird bis heute als Held gefeiert. Der Museumsdirektor erinnert sich an diesen bewegenden Moment von Start und Landung und die Bedeutung der Weltraumuhr an seinem Arm. Zu diesem internationalen Weltraumforschungsobjekt haben wir als Ruhla zwei Exponate beigesteuert. Sie sehen hier die erste deutsche Quarzuhr im All, die die beiden Kosmonauten getragen und erprobt haben. Mit dem Raumfahrtprojekt wollte man dem Westen zeigen, welches technische Potenzial in einem steckt. Und Sigmund Jähn war das Gesicht dazu. Sein Einsatz war wie ein Abenteuer für die ganze Nation. So emotional und bewegend war kaum ein anderes Ereignis. Und Willy Birk ist es zu verdanken, dass die Uhr neu konzipiert wurde und die Legende nun für jedermann erhältlich ist. Du musst nicht mehr ins All fliegen, um eine Kosmonautenuhr und den Geist von Sigmund Jähn zu tragen. Die Uhr dreht sich weiter und ein Zeiger blickt nach Münster in Westfalen. Mit Blick auf den Stadthafen hat Manfred Brassler sein Refugium gefunden. Hinter diesen Mauern werden sehr markante und außergewöhnliche Uhren entwickelt. Sie kommen schlichtweg mit einem Zeiger aus und spannen so den Bogen von den Ursprüngen in die moderne Zeit. Habe ich eine Grundidee für die Marke, für das Produkt an sich, das unverwechselbar ist, das einzigartig ist und von dem man sagen kann, es musste gemacht werden. Wenn jemand nichts zu sagen hat, dann hält er besser den Mund, würde ich mal sagen. Das heißt, Produkte begeistern mich, bei denen ich das Gefühl habe, da hat sich jemand ausgedrückt, da hatte jemand was zu sagen. Der Schlüssel ist eine schlüssige Kombination aus Technik und Design. Wer hier die beste Formel kreiert, hat am Ende Erfolg und sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben bei einer Uhr ein paar wenige Quadratzentimeter. Das haben auch die Kollegen der anderen Marken. Und da eine Eigenständigkeit zu finden und ein eigenes Bild zu finden, etwas Unverwechselbares mit hohem Wiedererkennungswert, das ist schon eine Herausforderung. Manfred Brassler hat sich für die Formel Reduce to the Max entschieden, mit der er sich auf die wichtigsten Eigenschaften und Bestandteile einer Uhr fokussieren wollte. Weniger ist am Ende viel mehr. Eine Voraussetzung, so empfinde ich es, ist gewissermaßen, dass man die Entwicklung der Uhr kennt und das Beste aus der Vergangenheit, aus der Geschichte der Uhr in die heutige Zeit überträgt, in diesem kleinen Feld von ein paar Quadratzentimetern plus Gehäuse einer Uhr und es so auf den Punkt bringt, dass der Kunde im Prinzip spürt, dass das Produkt geradezu eine innere Kraft hat. Es ist kein Modeartikel, wir gehen nicht mit der Mode im Prinzip, sondern wir versuchen Produkte zu schaffen, die eine Zeitlosigkeit haben und die man im besten Fall noch an die dritte Generation oder die fünfte weitergeben kann. Manfred Brassler führt uns in die Geschichte der Uhren und damit auch in die Wurzeln seiner Idee und Manufaktur. Die ersten Uhren, sogenannte Sonnenuhren, hatten durch ihren Schatten nur einen Zeiger. Und aus der Geschichte wissen wir, dass dieses Merkmal über Jahrhunderte charakteristisch war. Für Manfred Brassler der Schlüssel zu seinem Design. Ja, kaum jemand erinnert sich heute noch dran, dass die ersten Uhren nur einen Zeiger hatten, und zwar bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Erst dann hat sich der zweite Zeiger durchgesetzt. Und erstaunlicherweise gibt es heute noch Dutzende von Uhren an öffentlichen Gebäuden, beispielsweise die Westminster Abbey oder das Freiburger Münster. Die Freiburger rennen da vorbei und man muss sie vielleicht sogar darauf hinweisen, da oben ist eine Uhr, die mit nur einem Zeiger läuft und das schon seit dem ausgehenden Mittelalter.
Das Wissen, aber auch das technische wie handwerkliche Know-how von damals fasziniert ihn immer wieder aufs Neue. Mit einfachsten Mitteln und Werkzeugen wurden Kunstschätze modelliert. Immer schon haben mich diese ursprünglichen Zeitmesser fasziniert. Gewissermaßen die ersten Uhren, die damals Schmiede, die zu Goldschmieden und zu Uhrmachern mutiert sind, geschaffen haben mit kleinen Motoren. Was für eine Faszination muss das in der damaligen Zeit gehabt haben, dass sich das bewegt, und zwar genau im Rhythmus der Zeit. Heute kann man bei der Entwicklung und Gestaltung von Design und Konstruktion auf modernste Hard- und vor allem Software zurückgreifen. Binnen Minuten lässt sich ein neuer Entwurf gestalten und gegebenenfalls optimieren. Am Bildschirm ebenso wie in der Produktion. Dort allerdings stellt man sich der Herausforderung, das Gelingen am PC auch auf die reale Uhr zu übertragen. Erst dann ist der Entwurf gelungen. Für Martin Gößmann immer wieder eine erfüllende Aufgabe. Ja, also wir haben uns auch technisch hier einiges einfallen lassen, dass wir also das Motiv vom Kirchturmuhr auch ans Handgelenk bringen können. Und mit einem neuen Modul, was wir entwickelt haben, können wir eben hier auch den Stundenschlag hörbar machen und so erkennen, wie die Zeit weiterläuft. Ja, also das wäre jetzt hier unser Glockenschlag. Schön ruhig, eben dass man nicht von dem Ding sofort vom Sofa gehauen wird. Bei all den Innovationen, die in einer Uhr ein neues Zuhause finden, ist die Kernbotschaft von Meistersinger, mit der Uhr zeitloser und damit gelassener und entschleunigt zu werden. Die rastlosen Umrundungen eines Sekundenzeigers treiben uns an, lassen uns von einem Termin zum nächsten jagen, während ein Zeiger uns mehr Zeit und Raum für andere Dinge vermittelt. So ist eine Einzeigeruhr auch ein Statement und eine Lebenshaltung, sich eben nicht von seiner Umwelt vollständig durchtakten zu lassen. Und auch die Handhabung der Uhr im alltäglichen Leben ist so simpel wie genial. Wenn der Zeiger auf 12 ist, ist es 12 Uhr. Wenn er auf 1 ist, ist es 1 Uhr. Genau in der Mitte ist ein etwas stärkerer Strich, dann ist es 12:30. Die Viertelstunden sind auch leicht hervorgehoben und die 5 Minuten durch die kleinsten Striche vertreten. Und diese Strichhierarchie hilft einem im Prinzip, eine sehr übersichtliche Ansicht der Zeit zu haben. Die Zeit zerrinnt sprichwörtlich. Man sollte diesem Phänomen einer gestressten Zivilisation dabei nicht auch noch zusehen. Ein Zeiger auf der Uhr vermittelt einem zumindest das Gefühl, viel, sehr viel mehr Zeit zu haben. Und der Blick auf die Uhr hat fast schon entspannende Wirkung. Wie viele deutsche Uhrenmanufakturen, so hat sich auch diese gut versteckt. Mitten im Schwarzwald tickt eine der traditionsreichsten und namhaftesten Uhrenmarken Deutschlands. Hannes Steim sorgt dafür, dass sich hieran auch nichts ändern wird. Schließlich hat die Marke Generationen begleitet, mit dem Wecker aus dem Bett oder Sportler bei den Olympischen Spielen in München pünktlich ins Ziel gebracht. Durch diese hochmoderne Technologie wurde die Leistung der Sportler transparenter und damit auch gerechter. In Verbindung mit dem sogenannten Zielfoto konnten Sieger und Zweitplatzierter auf die Hundertstelsekunde ermittelt werden. Ein Meilenstein in der Geschichte der Zeitmessung, der heute im firmeneigenen Museum in Schramberg ausgestellt ist. Junghans hat schon sehr früh auf die Sportzeitmessung gesetzt. Wir waren natürlich ganz früh dran mit den Stoppuhren, wie wir sie heute noch kennen. Es gab dann natürlich das Thema Einfluss von den Zeitnehmern auf das ganze Ergebnis. War es ein Weltrekord, war es keiner? Wie pünktlich hat der Stopper gedrückt, wenn die Pistole geschossen hat? Und Junghans hat dann gesagt, wir brauchen eine ehrliche Zeit und hat in den 60er Jahren zusammen mit 70 Mitarbeitern die Sportzeitmessung revolutioniert. Wir sehen hier einen Teil unserer Ausstattung, die damals in München dabei war, 1972 bei der Olympiade. Und da hat man dann eben mit einem Computer die Zeit gemessen. Also sprich, man hat ein Signal von der Pistole und von dem Abdrücken des Läufers zum Beispiel gemessen und konnte dann feststellen, war es ein Fehlstart, war alles rechtens, und mit einer Lichtschranke hat man dann eben gemessen, der Läufer im Ziel, und damit hatte man eine sehr, sehr genaue Zeit. Es war natürlich revolutionär.
Durch die Zeiteinblendung waren die Zuschauer direkt an den sportlichen Leistungen und unmittelbar am Geschehen beteiligt. Und dann hat man eben eine Zeitnahme gehabt. Wir sehen dann hier auch das alte Schwarz-Weiß-Bild, Zieleinlauf. Da hat man mit Kodak zusammen dann sogar den Videobeweis gemacht. Das Ganze hat man aber nicht nur beim Laufen gemacht, das Ganze hat man auch beim Segeln gemacht. Da wurden die Kabel zum Beispiel sogar unter Wasser verlegt. Also war alles schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll für die 70er Jahre. Heute würde man sagen, GPS ist das doch alles gar kein Problem mehr. Aber das war damals natürlich revolutionär und da war Junghans natürlich auch federführend. Das technische Know-how floss dann auch in die Armbanduhr mit ein. So wurde für die Schieds- und Kampfrichter eine eigene Olympia-Kollektion entwickelt, die zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München eine Renaissance erlebt. Und dieses Thema von 72 haben wir natürlich jetzt 50 Jahre Sportzeitmessung aufgegriffen. Wir haben das Design mit den Drückern oben aufgenommen und haben diese Uhr mit unseren zwei Designern, Volker Fuchs und Hans Krammel, ins Leben gerufen und haben diese Uhr dann eben vorgestellt und ist heute schon wieder ein Klassiker. Die hier in der Kreativabteilung entwickelt wurde. Alles, was irgendwann um ein Handgelenk gelegt wird, hat seinen Ursprung in diesen Räumen. Klassiker wie die Max-Bill-Uhr, die Meisterklasse-Serie, aber auch die Pilotenuhren werden für ihren Zweck, Einsatz und Stil passend kreiert. Dabei gilt es nicht nur den Geschmack einer, sondern mehrerer Generationen zu treffen. Von der Form bis zur Farbgebung. Von Klassik bis zum Abenteuer oder Zeitmessung und Assistenz im Militär. Der Bogen ist für Designer Volker Fuchs weit gespannt. Unser Modell aus den 50er Jahren ist im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, dadurch, dass sie bei der Bundeswehr getragen wurde. Die alte Uhr war sehr technisch gestaltet, damit es wahrscheinlich einfach zu produzieren war. Eine sehr straffe Form, einfach zu drehen mit den damaligen Maschinen. Die Funktionalität war wichtig, die 12 Aushauungen der Lünette, damit man sie auch mit den Fliegerhandschuhen bedienen kann. Die neue Uhr haben wir sehr viel weicher gestaltet, die ist viel größer. Das heißt, die muss auch etwas weicher sein, damit sie noch gut am Handgelenk sitzt. Womit sich auch der Tragekomfort verbessert hat. Hat die Uhr ihre Konzeption und Entwicklung durchlaufen, kommen die Uhrmacher im wahrsten Sinne ans Werk. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden hier über 3 Millionen Uhren hergestellt. Und Junghans war der größte Hersteller der Welt. Damals wie heute legt man Wert auf höchste Präzision. Man sagt, durch Junghans kam die typische deutsche Pünktlichkeit in die Gesellschaft. Würde die Deutsche Bahn doch auch mal Uhren aus Schramberg verwenden, wer weiß. Dass die Pilotenuhr auch wirklich ihren Namen verdient und nicht nur schick aussieht, beweist Hannes Steim am Steuer einer einmotorigen Beechcraft Bonanza. Er verlässt sich bei seinem Hobby auf Technik und Fähigkeiten seiner Uhren. Gut, jetzt haben wir soweit den Vorflugcheck abgeschlossen. Maschine ist soweit startklar. Ist natürlich ein spannendes Hobby, ähnlich wie die Uhren auch. Es hat viel mit Technik zu tun. Es ist natürlich auch anspruchsvoll, weil man da oben immer schon vorab denken muss, überlegen muss, was ist der nächste Schritt. Tritt irgendwann ein Notfall ein. Und eine gute Pilotenuhr ist natürlich da auch ein wichtiger Begleiter, weil er natürlich auch bei der Navigation hilft. Und so kann ich natürlich das Berufliche mit dem Privaten, auch mit dem Hobby vereinen. Und mein Begleiter ist natürlich die Junghans Pilot. Wir haben hier zum einen die Stoppfunktion, fängt jetzt der Stoppsekundenzeiger an zu laufen. Und wir haben die Drehlünette, die wir eben stellen können, um dann eben auch zu sehen, wann wir gestartet sind oder wann nächster Kurswechsel notwendig ist. Und dann eben auch wieder die Stoppfunktion und die Nullsetzung. In der Uhr ist ein Automatikwerk mit einer Gangreserve von 48 Stunden verbaut. Zeit also, über dem Schwarzwald abzuheben. Ob beim Wecker, der Funkuhr, der Zeitmessung bei Sportwettkämpfen oder wie hier als Pilot über den Wolken. Es war immer ein Bestreben von Junghans, praxisnahe Uhren zu bauen, die für den Menschen privat wie beruflich einen Mehrwert mitliefern. Deutsche Uhrenmacher und Manufakturen zeigen,
Made in Germany ist nicht nur exakt, genau, robust und zuverlässig. Nein, auch stylisch, elegant, cool und sexy.